Servus Leute, willkommen zurück zu The Legend of Zelda Breath of the Wild. Es geht weiter, wir sind immer noch in Hateno, haben noch nicht alle Geschäfte angeguckt, noch nicht alle Häuser besucht und können das jetzt erstmal machen, damit wir auch wissen, woran wir hier sind. Apfel kriege ich. Nee, irgendwie doch nicht. Oh, also in den Häusern sind echt keine Menschen. Das kann ich mir nicht erklären. Es regnet wie Sau und es ist keine Person in den Häusern. Kann ich hier schlafen? Nee. Alle deine Pokémon wurden geheilt. Ach du Scheiße. Ja, der sieht wirklich ein bisschen suspekt aus. Willkommen bei Tornado, der berühmten Färberei von Hateno. Bunte Kleider für bunte Kunden. Wenn du Färbematerialien dabei hast, sind alle Gebühren im Preis enthalten. Für nur 20 Rubine färben wir deine Kleider in deinem Lieblingston. Gucken wir mal, machen wir's. Dann warte kurz da oben. An die Farbeid? Okay. Dann färben wir mal deine ganze Garnitur. Dann wähle die Farbe, mit der wir färben sollen. Das zu färbende Kleidungsstück ziehst du einfach an. Farbe wählen. Blau. Das Schwarz ist mir nicht dunkel genug. Und das Weiß ist mir nicht weiß genug. Die Kleidung sieht schon richtig scheiße aus eigentlich. Das ist die, die wir am Anfang bekommen haben. Ich könnte hier weiß, blau, blau, das wäre cool. Aber eigentlich muss es nicht sein. Ich will ja auch nicht die ganze Zeit in dieser Kleidung rumrennen. Ich möchte eigentlich gern mal wechseln. Wir gehen dann noch zu dem Kleidungs-Heini. Aber man muss sich natürlich auch erstmal umsehen. Hier zum Beispiel, das sieht ziemlich schick aus. Geh mir aus dem Weg. Riedner, bist du ein Reisender? Ich bin Riedner, der Bürgermeister. Oh, das ist der Bürgermeister. Wir haben hier ein ruhiges kleines Dorf, oder? Ja, ganz schön. Ja, ja, ich habe das Gefühl, wir haben die große Verheerung endlich überwunden. Nun können wir uns eine Zukunft aufbauen. Bei uns muss niemand Hunger leiden, du kannst gerne so lange bleiben, wie du willst. Oh, du hast ja keine Ahnung. Unwissenheit ist scheinbar ein Segen. Oh. Das Geheimrezept, das selbst... Oh, hier. Ist wieder ein Rezept. Das Geheimrezept, das selbst Vater aus den Socken haut. Zuerst braucht man einen Rüstungskürbis. Für den Eintopf außerdem Milch, Tabanterweizen und Ziegenbutter. Gut umrühren und bei mittlerer Hitze köcheln lassen, um einen leckeren Kürbiseintopf zu erhalten. Ja, aber ich habe weder einen Rüstungskürbis, noch Jabanta irgendwas, noch... Oh, Äpfel. Aber Äpfel habe ich in Hülle und Fülle. Es ist wahr, ich habe sie gesehen. Ah, tut mir leid. Wen? Im Hateno-Institut wohnt ein junges Mädchen. Ich habe dort ein Mädchen rauskommen sehen. Die Erwachsenen wollen mir nicht glauben, aber ich habe da wirklich ein Mädchen gesehen. Alle sagen, dass dort nur ein alter Mann und eine alte Frau leben. Und dass sich mir das Shika-Mädchen nur einbildet. Keiner glaubt mir. Ist das vielleicht Zelda? Zelda war ja auch schon in Ocarina of Time eine Shika. Gucken wir nochmal in das Gasthaus und danach können wir... Oh. Ah, hier sind wieder Fische, die holen wir uns. Ein Rüstungskarpfen, den haben wir noch gar nicht, oder? Jawohl, haben wir alle.
Nein, verdammt, ich habe nicht auf die Ausdauer geachtet, ich ertrinke. Oh, Mist, was ist denn das auch für eine blöde Idee, Ausdauer zu verlieren, während man schwimmt? Nee, die Waffe möchte ich jetzt nicht benutzen. Das ist so eine coole Waffe, die kann ich jetzt nicht benutzen. Das erinnert mich so sehr an die Dothraki. Oh, ein Opal und ein Bernstein. Oh, das geht bestimmt als schwerer Diebstahl durch. Oder bewaffneter Raub, weil ich eine helle Barde trage. Eine Spurtechse. Was zur Hölle? Ich würde eigentlich ganz gern mal testen, wie viel Schaden mir Bomben machen. Das müssen wir dann auch mal ausprobieren. Willkommen! Guten Tag, willkommen im Gasthaus Sahel. Das normale Bett kostet 20 Rubine, Luxusbett kostet 40 Rubine. Achso, und das ist die Augenweide, vielleicht wenn ich hinter dem Tresen spreche. Was mögen Sie so? Was soll das denn jetzt? Ich sag einfach irgendetwas. Also ich mag Heuschrecken. Am liebsten würde ich umgeben von 100 Heuschrecken leben. Ne, 100 Ausdauerschrecken. Wer es glaubt, wird selig. Sie machen das toll, das ist sehr nett von Ihnen. Wenn Sie übernachten möchten, treten Sie bitte an die Rezeption. Vielleicht sagt sie mir jetzt, was sie mag. Okay, gut. Die sagt mir dasselbe. Die will einfach nur 100 Ausdauer schrecken. Ja, hier ist nichts weiter. Ein Bett brauche ich jetzt auch nicht. Ich habe zwar ein Herz verloren, aber das kann ich mir auch mit Essen wiederherstellen. Und dann sage ich dem erstmal, dass er jetzt 100 Ausdauerschrecken sammeln muss. Du, was? Ich habe sie gefragt. Wie? Du hast Fräulein Primella gefragt, was sie gerne hätte? Ganz locker bleiben, sonst merkt er, dass es eigentlich um mich geht. Dann erzähl mal. Der Freund meines Freundes will immer noch wissen, was Fräulein Primella gern hätte. Ausdauerschrecken und dann gleich 100? Natürlich, genau diese Verschrobenheit macht Fräulein... Was? Genau diese Verschrobenheit machen Fräulein Primella so einzigartig. Das sagt der Freund meines Freundes immer. Das war knapp, fast hätte ich mich verblabbert. Aber 100 von denen zu fangen wird ganz schön hart. Hey, kannst du mir nicht helfen? Ich bin sicher, für dich ist das ein Kinderspiel. Ich wäre auch erstmal mit 10 zufrieden. Kriegst auch eine Belohnung. Besagter Freund wäre dir echt dankbar. Ich habe keine 10 Ausdauerschrecken. Ja, ich habe genau eine. Das ist ja schon mal richtig gut, ne? Oh, hier noch eine Nebenquest. Oh, guten Tag. Oh, du bist nicht von hier, oder? Vielleicht kannst du mir helfen. Was ist denn? Siehst du die drei Zedern hoch oben auf dieser Bergkette? Mir ist ein altes Buch in die Hände gefallen und irgendwo zwischen den Seiten steckt ein kleiner Zettel. Wenn aus drei Zedern eine wird, siehst du richtig... Was siehst du richtig? Wenn aus drei Zedern eine wird, stehst du richtig. Geh auf das Meer zu und finde die Prüfung im Fels. Das stand auf dem Zettel. Man muss sich nur von den drei Zedern aus einer Richtung der... aus in Richtung der Armosia-Küste in Osten gehen. Und diese Prüfung im Fels, das kann doch nur heißen, dass da ein Schatz zu finden ist. Aber ich habe ein Kind und diese verschneiten Berge zu überwinden, das würde ich eh nicht schaffen. Also überlasse ich dir den Schatz. Such ihn und erzähl mir dann davon. Okay, das ist also anscheinend einfach nur eine Prüfung. Huch, hier liegt ja Stoff im Wasser. Kann man da drauf treten? Nee, man schwimmt durch. Ach, das sind Färbebecken. Da war eine Echse. Verdammt. Schon wieder sind die entkommen mir echt ständig. Ich sollte vielleicht das nächste Mal probieren zu schleichen. Und dass sie mich vorher sehen, ist vielleicht auch nicht so gut. Also hier ist schon mal ein Feuer, aber irgendwo muss da auch was zum Kochen sein.
Das Haus hier hinten will ich mir noch angucken und danach... Ja, hier ist was zum Kochen. Na bitte. Und der hat auch einen fetten Hammer. Ja. Tack. Puh, ein weiterer harter Arbeitstag. Was tust du da? Na, das Haus da abreißen. Das Haus, es ist alt und niemand wohnt dort. Also haben die Leute in Hattino beschlossen, es abzureißen. Ich nehm's. Der ursprüngliche Bewohner ist zum Schloss gegangen und einfach nicht zurückgekommen. Ich will's kaufen. Da bist du bei mir falsch. Ich kann da gar nichts machen. Wenn du nicht willst, dass die Bude abgerissen wird, musst du schon mit dem Chef selbst sprechen. Und der Chef ist wo? Ich meine, guckt euch das mal an. Das würde... Das ist cool. Man kann hier anscheinend wirklich sogar ein Haus kaufen. Dann muss ich mal zum Bürgermeister. Es ist der einzige, den ich mir jetzt unter Chef vorstellen kann. Die Frage ist nur, wo er hingelaufen ist. Hey. Und wer ist das? Jo. Sei gegrüßt, junger Wanderer. Ich bin Belis, der Schatzjäger. Sicher hast du bereits von mir gehört, nein? Auch in diesem Dorf soll es Forscher geben, aber anscheinend machen die sich in letzter Zeit rar. Schade, dabei hatte ich mir gehofft, dass mir hier jemand Teile von Wächtern abkauft. Hey, du, bist du an Wächterteilen interessiert? Ich verkauf dir was, eher. Ganz antiker Kram. Ja, aber warum sollte ich das haben wollen? Ich verkauf dem nichts, ich kauf auch nichts, weil wenn man es kaufen kann, bedeutet das ja eigentlich, dass es... doch ganz wichtig ist. Ah, wo ist denn der Bürgermeister? Oh, eine Nebenquest. Hallo, bist du auf der Durchreise? Ich hoffe, du langweilst dich nicht zu sehr in unserem Kaff am Rand der Welt. Nun ja, es gibt noch ödere Plätze auf der Welt, das stimmt. Zumindest die Färberei haben wir. Sowas findet man nicht überall. Im Norden von hier ragt die Ranelle-Spitze empor. Oh, Ranelle, Twilight Princess HD. Über die Ranelle-Spitze erzählt man sich so einiges. Dort soll die Quelle der Weisheit liegen, wo die Prinzessin von Hyrule sich rituellen Reinigungen unterzogen hat. Die Prinzessin hat den langen Weg auf sich genommen, nur um diese Quelle zu erreichen. Sie muss dort einen Schatz versteckt haben, davon bin ich überzeugt. Aber die Ranelle-Spitze ist von Schnee und Eis bedeckt, dort kommt so leicht keiner rauf. Also, wenn du genug Zeit hast, kannst du dich ja mal dort umschauen. Schreine, Schatz der Ranelle-Spitze. Hier dreht sich aber echt alles um Zelda. Ja gut, das Spiel heißt The Legend of Zelda, aber trotzdem. Es geht nie um den Helden, es geht immer nur um Zelda. Zelda, Zelda, Zelda. Hier finde ich... Ich bin ja eigentlich schon ziemlich nah dran. Was ist denn da oben nun noch? Oho. Das sieht irgendwie besonders aus, aber ich kann hier nichts machen. Schade. So, testen wir mal die Bomben aus. 2,5 und sie pfeffern einen richtig weg. Ja, wir blinken jetzt ein bisschen. Ah, eine Echse. Oh, verdammt, die Echsen können einfach durch Wände gehen. Na komm schon. Ja gut. Ich brauche jetzt auch nicht jeden kleinen Apfel mitzunehmen. Guten Abend, was gibt es? Hattenu-Institut? Nee, ich wollte eigentlich über das Haus reden. Oh, ich habe vergessen vorzulesen. In letzter Zeit kommt niemand mehr von dort ins Dorf. Nicht, dass dort etwas vorgefallen ist. Möchtest du sonst noch etwas wissen? Große Verheerung. Die große Verheerung ist eine Tragödie, die sich vor 100 Jahren ereignete. Also es ist schmerzhaft, darüber zu sprechen. Alle Dörfer und Städte brannten, das Wasser verdampfte und viele verloren ihr Leben.
Aber all das geschah, bevor ich geboren wurde. Die älteren Leute können dir mehr darüber erzählen. Sonst noch etwas wissen, Hateno. Hateno überstand die Flammen der großen Verheerung. Die überlebenden Hylianer fanden hier Zuflucht. Nun leben viele Leute hier, es gibt verschiedenste Läden und sogar Reisende wie du besuchen uns. Man könnte sagen, hier herrscht wieder Frieden. Möchtest du sonst noch etwas wissen? Ach, wo finde ich denn... Wen meint er denn mit dem Chef? Du musst mit dem Chef reden. Na gut, aber gehen wir erstmal zum Hateno-Institut. Wird ja sonst ein bisschen langweilig. Ich wollte eigentlich kochen, aber gut, das kann ich auch noch später machen. Aber wenn ich Äpfel finde, dann will ich die schon mitnehmen. Huch. Wie weit ist denn dieser Punkt weg? Ich glaube, der war erheblich weit weg. Ist hier noch was? Oh, wer ist das denn? Rodante. Bin ich schon wieder an der Reihe? Nanu? Wer bist du denn? Wegen der Arbeit muss ich die Nacht zum Tage machen. Lässt du mich bitte noch etwas schlafen? Ach, der will nur pennen. Oh, so geht's auch. Ich muss gar nicht die Bäume hochklettern. Hier gibt es so unglaublich viele Apfelbäume. Aber wir müssen immer weiter hoch. Ich hasse diese Monster. Hey, ja? Was machst du hier? Schau nicht so unschuldig. Du siehst allerdings nicht so aus, als hättest du was damit zu tun. Am Hateno-Stand treiben sich Monster herum, und meine Schafe stehlen. Deswegen stehe ich etwas neben mir. Wenn das so weitergeht mit meinen Schafen, dann... Hehe, will ich's probieren? Was steht denn da hinten? Darf ich mir so ein Vieh abknallen? Ich probiere es einfach mal. Nee, das macht keinen Schaden. Die rennen einfach weg. Und hier sind ihre Schafe. Ich habe mich schon gefragt, von welchen Schafen die redet. Na okay, dann wieder zurück. Ich muss endlich mal zu diesem Institut kommen. Das ist ein ganz schöner Weg. Warum sind die denn so geschmückt? Noch mehr Äpfelbäume. Wie viele davon habe ich? 42 Äpfel. Und ich habe echt keine Ahnung, zu was ich die verarbeiten kann. Zu irgendwas Sinnvollem vielleicht. Also außer dieses gekochte Obst. Das geht zwar auch, aber... Wirklich bis ganz hoch. Ich hätte das Pferd nehmen sollen. Also hier kommt das Pferd wirklich nicht... Naja, es blinkt, aber es kommt halt nicht an. Ah, das hätten sie ruhig so machen können, dass das Ding plötzlich auftaucht.
Noch mehr Äpfel. Ah, wir sind endlich oben, Leute. Wir sind beim Institut angekommen. Oh, hier ist sogar ein Portplatz. Hier ist wieder eine Heugabel. Ach, diese Echsen machen mich fertig. Oh, ein Glutling. Ein knallroter Pilz, der vor allem in warmen und feuchten Gebieten vorkommt. Er schmeckt so feurig, wie er aussieht und macht als Kochzutat den Körper Kälte unempfindlich. Ich denke mal, wenn ich das mit Wild und einer Chili-Chote zusammenhaue, habe ich ein ziemlich cooles Gericht, was ewig warm hält. Für immer und ewig. Brauchst es nur einmal essen, dann kannst du nackt in den Schnee rausgehen, das macht dir gar nichts mehr. Je, was ist hier denn passiert? Die ist ja süß. Guten Abend. Das hier ist das Ateno-Institut für Antikenforschung. Möchtest du mit dem Direktor sprechen? Genau. Nun, der Direktor ist dort hinten. Er ist sehr beschäftigt, also bitte fassen Sie sich kurz. Die ist ja knuffig. Symin. Guten Abend. Ich wette, so viele Bücher an einem Ort hast du noch nie gesehen. Wir sammeln hier alle Dokumente über die Zivilisation der Antike, die wir finden können. Wie viele es sind, schwer zu sagen. Was du da am Gürtel trägst. Ist das etwa ein Shika? Ohne Zweifel, ist ein echter Shika-Stein. So ungern ich das zugebe, aber ich habe noch nie im Leben einen echten gesehen. Das ist faszinierend. Du musst mir sagen, welche Module er besitzt. Ein Stasis-Modul. Aha, aha, ein Magnetmodul. Oh, ein Bombenmodul und ein Kryomodul. Und was noch, was noch? Das waren alle Module, verstehe. Moment mal, das ist aber kurios. Besitzt er denn nicht die Basismodule? Sie müssen irgendwie verloren gegangen sein. Oh, ich bin vielleicht ein Esel, jetzt habe ich ganz vergessen, mich vorzustellen. Nein, red bloß weiter, das interessiert mich mehr als dein doofer Name. Mein Name ist Symin, ja, das steht oben links schon. Und du bist Link, oder? Du kennst mich? Impa hat mir alles erzählt. Sie sagte, wenn je ein Jüngling mit Shika-Stein hier auftauche, sollen wir ihm helfen, wo es nur geht. Er sei unsere Hoffnung, die aus dem Schlaf des Lebens erwacht ist. Sein Name ist Link. Oh, da fällt mir ein, dass ich etwas Wichtiges vergessen habe zu sagen. Nicht dir, Link. Frau Direktorin, Frau Direktorin. Das ist ein waschechter Shika-Stein. Frau Direktorin? Oh je, ich habe ganz vergessen, die Frau Direktorin vorzustellen. Sie steht direkt dort. Das ist die Direktorin des Ateno-Instituts, die größte Expertin auf dem Gebiet der Antikenforschung. Pura! Ach, die Kleine ist die Direktorin. Kachika! Ich bin selbst Wissenschaftler und bewundere Pura zutiefst. Ich habe das Glück, dass sie mich als Assistenten angestellt hat. Übrigens, ich muss dir ganz im Vertrauen etwas sagen. Die Direktorin mag zwar ein kleines... mag wie ein kleines Mädchen aussehen, aber... Nein, du solltest es aus ihrem eigenen Mund hören. Bitte sprich mit ihr direkt darüber. Aber sie ist eigentlich 170 Jahre alt. Haha, da bist du baff, was? Nicht Symin ist der Direktor hier, sondern meine Wenigkeit. Kachika! Sag mal, Link, hast du im Schlaf des Lebens eigentlich geträumt? Ich muss schon sagen, du hast dich in den letzten 100 Jahren kaum verändert. Alles in Ordnung bei dir? Dass du jetzt unversehrt vor mir stehst, ist wohl der beste Beweis, dass alles gut gelaufen ist. Aber du siehst mir nicht irgendwie... Du siehst mich irgendwie so komisch an. Erinnerst du dich überhaupt noch an mich? Nein. Was? Ich bin bestürzt. Meine Welt bricht gerade zusammen. Dabei habe ich dich doch vor 100 Jahren in den Schrein des Lebens gebracht, als die Verheerung Ganon dich erwischt hat. Dort habe ich dich in den Schlaf des Lebens versetzt, damit deine Verletzungen heilen. Ich weiß es noch, als wäre es gestern gewesen und trotzdem erinnerst du dich nicht an mich? Nein. Wenn jemand im Schlaf des Lebens liegt, gehen seine Erinnerungen flöten. Gleich mal notiert. Oh, tut mir leid. Schlechte Angewohnheit von mir, immer sofort Notizen machen zu müssen. Machen wir es doch so. Sag mir einfach, was du wissen willst. Du bist ein Kind. Unverschämtheit. Beziehungsweise, du kannst es ja nicht besser wissen. Das war aber nur ein kleiner Betriebsunfall. Ein gescheitertes Experiment. Oder naja, gescheitert ist es eigentlich nicht. Die Einzelheiten habe ich in meinem Tagebuch oben aufgeschrieben, aber nur für die Wissenschaft. Nicht lesen.
Oh, aber genug davon, zurück zum Thema. Die große Rückkehr nach 100 Jahren. Wird unser Held die wiedererstarkte Verheerung Ganon besiegen können? Wird er unsere geliebte Prinzessin Zelda retten? Wenn du dich diesem Abenteuer stellen willst, dann werde ich dir dabei helfen, die verloren gegangenen Basismodule deines Chica-Steins zu aktivieren. Ja, bitte. Ja, das war die richtige Antwort. Dann mach dich doch bitte gleich daran, die Sache für mich zu erledigen. Hä? Was schaust du denn so komisch? Du hast doch nicht geglaubt, ich würde den Chica-Stein einfach umsonst für dich reparieren. Eigentlich schon. Interessant. Nach dem Schlaf des Lebens denkt man, alles dreht sich nur noch um einen selbst. Gleich mal notiert. Gut, dann erkläre ich dir mal, was du für mich erledigen sollst. Draußen vor dem Institut ist eine Feuerschale, leider ohne Feuer. Also eigentlich nur eine Schale. Kannst du bitte die blaue Flamme aus dem Flammenborn holen und damit die Feuerschale draußen anzünden? Dann wird das Leitsteinchen aktiviert, du kannst die fehlenden Module wiederherstellen und fertig ist die Laube. Sagen junge Mädchen sowas wie fertig ist die Laube? Naja, egal. Gut, dann viel Erfolg mit der blauen Flamme. Oh, mein Pferd ist angekommen. Kachika, kann ich helfen? Flammenborn? Der Flammenborn befindet sich auf einem Hügel hinter dem Haus von Riednar. Wenn du das Institut verlässt, gehst du links bis zur Klippe und blicke nach dem Empfang des Chica-Steins. Halte die Augen nach blauen Flammen offen, dann findest du den Flammenborn in Hand und drehen. Im Moment, es regnet ja, das wird wohl nichts. Warten wir einfach, bis es aufgehört hat. So viel Zeit muss sein. Sonst noch Fragen? Nein. Okay, ich muss anscheinend einmal in das Gasthaus einkehren. Das machen wir aber im nächsten Part, Leute. Und dann bringen wir erstmal das Feuer zurück, denn hier ist ja... Sie sagte, hier wäre auch irgendwo eine Feuerschale. Ja, Horst ist ja gut, ruhig, Mensch. Das hier anscheinend, oder? Denn was anderes ist hier nicht. Oh. Hart an der Kante. Los, weiter. Okay, so Leute, hier machen wir Schluss. Das nächste Mal dann wisst ihr ja. Also bis zum nächsten Mal. Haut rein.